Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Dienstag, 31. März. Es ist 1:05. Ich habe bis 11:30 geschlafen. Dann habe ich eben schon den Rio angezogen, also gewaschen, Tageskleidung angezogen. Jetzt war ich eben duschen, habe mich ein bisschen angemalt. Und mache mich jetzt gerade noch ein bisschen fertig. Ich habe hier noch meine Creme. Habe ich noch nicht gemacht. Ich muss immer eincremen. Ich habe so hardcore trockene Haut. Das ist nicht mehr normal. Von diesem Scheiß. So, da habe ich mir so ein Pröbchen gekauft fürs Krankenhaus mit Rio damals. Damals, wie sich das anhört. Ist ja auch erst 3 Wochen her. Ja, und die finde ich super. Davon gibt es auch eine Nachtcreme. Die benutze ich auch. Und wenn ich die nicht benutze, dann kacke ich total ab. Ich habe so trockene Lippen hier schon alles aufgerissen. So, ja, der Herr Zorro, der wollte jetzt eigentlich mit dem Rio rausgehen. Der war dann mit der Olga spazieren und sagte, nee, das ist viel zu kalt für den Rio. Das glaube ich ihm auch. Und darum werden wir... Was war das? Und darum werden wir jetzt nicht rausgehen. Erstmal heute Nachmittag, dann, wenn es ein bisschen wärmer wird. Ja, und in diesem Vlog möchte ich euch gerne ein bisschen mal heute erzählen, was zum Thema Nachschwangerschaft. Der Rio ist jetzt 6 Monate. Ich habe ja außer meiner Rückbildungsgymnastik, die ich auch vernachlässigt habe, aber es ist okay, habe ich gar keinen Sport gemacht, nichts. Ich habe ja in der Schwangerschaft 18 Kilo zugenommen, aktiv fast 20 Kilo. 18 Kilo habe ich zugenommen. Und darüber würde ich euch gerne einfach ein bisschen heute mal erzählen. Ich habe eben mich schon auf die Waage gestellt. Das spiele ich euch jetzt hier gleich mal ein. Flashback. So, und weil mich das jetzt interessiert, gehe ich jetzt auch direkt mal auf die Waage. Wie ihr gesehen habt, ich bin fast wieder bei meinem Startgewicht. Ich habe jetzt noch 2 Kilo zu verlieren. 2 Kilo und ich habe alles wieder runter, was ich in der Schwangerschaft zugenommen habe. Halleluja. Ja, ihr Lieben, und ich stehe jetzt hier noch halb nackt, nicht nackt, aber halb, und wollte euch nämlich gerne mal meinen Bauch zeigen. 6 Monate nach der Entbindung, ohne großartig Sport zu machen. Ich muss dazu sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes Bindegewebe, aber seht selber. Wir gehen mal zum Spiegel und dann zeige ich es euch mal. So, ihr Lieben, ich stehe jetzt also ganz entspannt. Ich habe noch etwas Hüftspeck hier, seitlich. Und jo, ansonsten bin ich zufrieden. Ich ziehe jetzt auch nicht den Bauch ein. Ich gehe mal ins Schwarze hier. Das ist die knallharte Wahrheit ist das jetzt. Da seht ihr übrigens noch die Waage. Ja, also ich bin zufrieden. Die Hosen passen wieder. Das ist eine 36. Das ist die Hose von Freddy Wear. Die habe ich mir mal irgendwann bestellt. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen anfangen anzustreben. Bauch, Beine, Po. Weil das muss einfach sein. Es ist einfach nicht sonderlich stabil. Auch wenn es schlank aussieht. Und das ist der Plan in diesem Frühjahr. Bis zum Sommer. Und jo. Ja, also wie ihr wisst, ich habe auch jetzt nicht ernährungstechnisch, ich passe nicht großartig auf. Ich esse das, was ich möchte, aber ich gucke schon, dass es so ein bisschen im Rahmen ist. Und in der Schwangerschaft habe ich eigentlich alles kreuz und quer gegessen. Und jetzt gucke ich schon so ein bisschen, ich bin ja sowieso nicht so ein guter Esser, also ich muss mich oft zwingen zum Essen. Frühstücken geht immer, aber alles darüber hinaus ist extrem schwierig bei mir. So, und jetzt habe ich schon wieder das nächste Problem. Und zwar, ihr habt ja mitgekriegt, dass der Rio das Restloch hat. Und da waren wir ja beim Professor und haben das kontrollieren lassen. Und der hat gesagt, das ist alles nicht so halb so wild. Und jetzt bin ich heute Morgen aufgewacht. Und der Herr Zorro sagt, du Sunny, guck mal, was der Rio da hat. Und ich denke mir, oh Gott, was ist jetzt schon wieder los? Und der hat hier auf sein, also der hat ja hier die Narbe vom Lippenverschluss und direkt auf der Narbe ist jetzt hier, also hier genau mittig, auf der Narbe hat er jetzt eine richtig dicke, so ein Eiterpickel
Und jetzt habe ich ein Foto gemacht und habe das an die Sekretärin vom Professor geschickt, in der Hoffnung, dass die sich heute schnell irgendwann demnächst gleich zurückmeldet. Und dann gucken wir, was die sagt, was er sagt. Weil ich fand es jetzt ein bisschen affig, deswegen sofort anzurufen und zu sagen, wir brauchen einen Termin, wir müssen jetzt einen Termin machen, das Kind, dies und das, wegen einem Eiterpickel, also come on. Und darum habe ich jetzt erstmal diese Variante gewählt, habe erstmal jetzt eine E-Mail geschrieben und gucke jetzt einfach mal, ob der sich meldet. Und ansonsten rufe ich dann spätestens morgen da an. Ich frage, was das soll, wofür die überhaupt eine E-Mail-Adresse haben. So, das war das. So, wir waren ja bei der U5 mit dem Rio vor kurzer Zeit und müssen jetzt viele Termine vereinbaren. Einmal müssen wir dort anrufen, wo immer die Gaumenplatte kontrolliert wurde, weil, wie ihr wisst, das hat ja nicht geklappt, dass wir zu dem Kontrolltermin gegangen sind am 26. Februar. Nee, am 25. Februar, als wir aufgenommen wurden, sollten wir ja nach dem Kardiologen, nach dem Herzspezialisten-Termin für Herzecho, sollten wir ja noch zur Kontrolle Gaumenplatte. Und das hat ja zeitlich nicht mehr geklappt. Und jetzt weiß ich nicht, wir müssen konstant eigentlich, glaube ich, weiter dahin. Und darum muss ich jetzt mal anrufen und fragen, wie, was, wo. Das ist das Erste. Das Zweite ist ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt für den Rio zu finden, weil natürlich die Lage der Ohrdrainagen, der Paukenröhrchen immer kontrolliert werden muss. Da muss ich auch noch einen Termin ausmachen. Plus muss ich noch jetzt einen Termin ausmachen bei einem Augenarzt. Der Rio hat bei der U5 einen Sehtest gekriegt, ein Screening, Sehscreening. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das kann ich euch jetzt nicht so genau sagen, aber was ich euch sagen kann, ist, dass das Ergebnis stark auffällig ist, war. Und darum muss ich jetzt noch einen Termin beim Augenarzt machen. Das sind also die drei Termine, die muss ich jetzt heute im Laufe des Tages noch ausmachen. Ja, das. Dann haben wir nächste Woche, der Rio war ja so angeschlagen, als wir beim U5-Termin waren, und der muss aber noch die dritte, letzte Sechsfach-Impfung bekommen. Und dann müssen wir nächste Woche jetzt extra nochmal hin. Das macht nichts, das ist einfach. Ich finde es auch gut, weil ich hätte auch nicht zugestimmt, dass der Rio geimpft wird. Wenn er krank ist, ist er krank, Punkt, Ende, aus. Und darum konnten wir das jetzt noch nicht machen. Dann muss ich eigentlich hier Haushalt machen, es sieht hier aus. Also im Wochenbett war es ja schon schlimm und dann ist es besser geworden. Und jetzt ist es irgendwie in so ein Chaos abgedriftet. Und ich muss jetzt irgendwie probieren, das hinzukriegen. Das mache ich auch heute. Ich fange in einem Raum an und arbeite mich dann am besten vor oder so. Müssen wir mal gucken, wie das klappt. Ja, und dann wollte ich euch noch ganz kurz was zum Thema Instagram erzählen. Ich habe jetzt öfter, wenn ihr mich bei Instagram verfolgt, dann freue ich mich. Für alle, die es nicht tun, sollten es tun, weil ich in Zukunft jetzt, ich habe mehrere Umfragen gepostet dort und poste auch immer mal so Sachen zum Videos, zu YouTube und alles. Das wäre von Vorteil, wenn ihr mich da verfolgen würdet, dann seid ihr halt immer auf dem neuesten Stand. Und ich habe dort jetzt eine Umfrage gemacht und ich werde, wenn ich nicht vlogge, werde ich euch den Tag über vereinzelt, werde ich euch dann immer mitnehmen in den Stories. Das wollte ich euch gerne sagen, dass ihr das wisst, und wenn ihr möchtet, Bock drauf habt, dann könnt ihr mich da verfolgen. Dann habt ihr so ein bisschen mehr Content von mir einfach, wenn ihr da Bock drauf habt. So. Und jo. So viel dazu. Ich werde jetzt erstmal gucken, was das Kind macht, und mir noch einen Kaffee kochen. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir die große Kaffeekanne benutzen, dann schmeißen wir immer so viel Kaffee weg. Unglaublich, aber wahr. Es stimmt wirklich. Schütten wir so viel Kaffee weg. Teilweise, nicht immer, je nachdem. Und darum habe ich jetzt hier wieder meine Single-Kaffeemaschine sozusagen ausgesucht. Was ich faszinierend finde, ist, dass ganz viele Menschen nicht wissen, wie diese Kaffeemaschine funktioniert. Das finde ich ein bisschen krass. Das ist nämlich super.
Die hier. Wasser. Das Wasser geht bis hier. Unterhalb des Schnöppels hier. Hier ist das Ding. Steckt mal hier so rein. Dann nehmen wir uns den Kaffee. So gut zwei gut gestrichene Löffel. Schuh. Und jetzt schrauben wir das hier oben drauf. So. So, und dann stellen wir das da drauf und warte, bis fertig ist. So einfach ist das. Jetzt muss ich mal kurz nach dem Kind gucken, was da los ist. Der weint. Okay, ihr Lieben, das Baby hat Hunger. Guck mal, der macht schon so mit dem Mund. Wie schrecklich. Okay, ich muss ihn jetzt mal füttern. Wir sehen uns später. So, dann hat der Hetzo gestern einen neuen Teppich hier für die Küche gefunden. Ich finde es großartig. Weil diese Läufer vom Ikea, die waren mega kalt einfach. Die sind ja so dünn. Und jetzt hat er so einen Flauschteppich hier gefunden. Kann man leider nur bis dahin machen, weil sonst die Tür nicht mehr aufgeht. Aber das passt auch super geil mit dem Vorhang. Ich finde es großartig. Den und den hier. Da muss man nochmal drüber saugen. Den hat er auch gefunden. Den finde ich auch super, weil der genau hier hin passt. Also man braucht sich nicht immer alles kaufen und mega viel Geld ausgeben, so wie unsere Werbequeen. Muss man nicht. Es gibt auch alles auf der Straße zu finden. Aber wenn man natürlich so nachhaltig ist wie unsere Werbungsqueen, dann... So, und noch am selben Tag kommt diese motherfucking Elster. Nee, ist keine Elster, Sunny, immer noch nicht. Diese motherfucking Amsel und frisst mir die ganzen Samen aus meinem Blumenkasten. Ich dachte, ich guck mich richtig so. Also so eine Sch. Und dann habe ich jetzt hier das Ding zugedeckt. Jetzt kann sie mich nämlich mal kreuzweise. Das habe ich schon gemacht und die kommen schon raus und ich freue mich so. Und hier habe ich schon wieder einen neuen Versuch gestartet mit der Avocado. Die letzten zwei sind kaputt gegangen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ein bisschen Wasser wieder reinmachen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Die werden immer richtig groß, lange Stängel. Und dann gehen sie kaputt, werden trocken und toll. Ich weiß auch nicht. Und hier habe ich Apfelkerne. Die werde ich noch einpflanzen. Heute. Ja, ihr Lieben, also ich fange jetzt mal an. Ich denke, der Rio wird jetzt gleich einschlafen und ich werde jetzt mal anfangen, schon mal so die Wickelkommode auszuräumen, die ganz kleinen Sachen mal wegzusortieren, damit wir einfach mal ein bisschen mehr Platz haben. Und ich nehme euch immer mal mit, wenn irgendwas Schönes ist oder was passiert, dann seid ihr wieder mit dabei. A few inches later. So, ihr Lieben, ich wollte mal ganz kurz Update geben. Ich habe gerade mal eine E-Mail bekommen vom Professor Dr. Sada bezüglich des Eiterpickels, habe ich euch ja eben erzählt. Und er hat mir jetzt persönlich sogar eine E-Mail zurückgeschrieben. Also toll, da sieht man, das ist das, was ich meinte in einer der letzten Videos. Es ist nicht pauschal immer zu sagen, das ist kacke oder das ist toll. Es gibt immer Vor- und Nachteile, es gibt immer gute und schlechte Tage und das gibt es auch bei Ärzten und das gibt es auch einfach im Real Life. Es ist einfach nie jeder Tag wie derselbe. Und ich finde, wieder jetzt, das habt ihr ja jetzt gerade live gesehen, ich fühle mich bei dem Herrn Professor Dr. Sada sehr, 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 sehr gut aufgehoben. Ich meine, das ist ein vielbeschäftigter Mann, der hat, weiß ich nicht, was alle zu tun, um wie viele Patienten, um was nicht nur alle, und nimmt sich aktiv trotzdem die Zeit, sich hinzusetzen und mir kurz meine E-Mail zu schreiben. Ich meine, wie geil ist das denn? Oder? Sehe ich das falsch? Also, ich finde es großartig. Ich kann jetzt heulen sogar, das sind die, ich weiß, weil es um mein Kind geht. Und ich erleichtert bin, dass nichts ist, wahrscheinlich. Aber trotzdem, ich finde das toll. Ich finde das ganz, ganz toll und ich freue mich. Und ich möchte das auch hier festhalten, weil der Herr Professor Dr. Sada ist ein
toller Mensch, ein grandioser Mensch, ein toller Arzt und was nicht noch alle. Und irgendwann in einem Moment, in dem ich Zeit habe, werde ich euch auch erzählen, wie großartig dieser Mann ist und was er alles macht. Und dann werdet ihr ihn auch genauso großartig finden wie ich. Und ihr wisst Bescheid, ich weiß jetzt auch Bescheid. Ich werde jetzt mal den Herrn Zorro anrufen und sagen, er soll mal aus der Apotheke so eine Zugsalbe mitbringen. Und das mache ich jetzt und dann räume ich die Babyklamotten aus und dann seid ihr wieder mit dabei. Later. Jesus, 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 Jesus. Eigentlich wollte ich euch gerade sagen, wie spät es ist, aber mein Handy ist hier. Ach, da ist es ja. Es ist 3:08 und hier sieht's aus. Ich zeig's euch einfach mal. So. Hier ist die erste Kiste. Da ist so Schlafsack drin. Hier ist der Neugeborenen-Einsatz für den Maxi-Cosi. Hier ist so ein Winter-Overall. Hier sind noch übergebliebene Pampers. Die schmeiße ich natürlich nicht weg. Warum soll ich das machen? So, hier ist der Rio. Da ist der Rio. Die habe ich gerade schon komplett leer gemacht. Hier ist die Kiste mit den ganzen Sachen. Also die ist jetzt schon gut voll. Dann hier geht's weiter. Die hier habe ich gerade noch in meinem Vorrat gefunden. Super geil. Die können wir nämlich gebrauchen. Meine sind nämlich leer und die Pampers gefallen mir nicht so gut, wie ihr wisst. Die werde ich jetzt sofort auspacken und gleich verräumen. Hier ist die Erinnerungskiste für den Rio. Hier sind die ganzen Sachen vom Komplettverschluss. Den ganzen Gedöns ausräumen. Das mache ich jetzt. Das ist nämlich 80, 74, 68. Gucke ich mal, was da so passt. Jetzt habe ich Idiot natürlich in der ganzen Macherei hier. Schlau wie ich bin, vergessen die Waschmaschine anzumachen. Weichspüler. Ich habe keinen Weichspüler mehr. Es wird irgendwie wird's nicht weniger. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe jetzt hier, das sind Klamotten in 74. Hier auch. Hier ist das Buch, habe ich gerade wieder gefunden. Da wollte ich gleich mal reingucken. Das ist ja jetzt aktuell für uns. Hier habe ich noch die Mützchen wieder gefunden. Die beiden, das ist das allererste Mützchen. Ich komme nicht klar. Hier auch. Hier habe ich noch so ein paar Schnullis reingepackt. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir übrigens übelst den Finger eingequetscht. Ich freue mich. Ist aber nichts passiert. So. Hatschi! A few inches later. So ihr Lieben, jetzt habe ich eben mich noch gefreut darüber, ja, dass der Arzt sich gemeldet hat. Auf jeden Fall toll. Jetzt habe ich natürlich den Rio dann in die Trage reingepackt. So, was ist natürlich passiert? Genau, Kind hat sich hier gestoßen. Jetzt ist die ganze Dingsbums da. Pickel, weiß ich auch nicht jetzt genau, was das war. Aufgegangen und es ist Eiter rausgekommen, ein bisschen. Und jetzt blutet das wie Schwein, wie die Sau. Ich habe jetzt ein Pflaster drauf gemacht. Ich versuche jetzt gerade parallel die Tante da, die Sekretärin zu erreichen. Die geht aber gerade nicht dran. Jetzt muss ich gleich nochmal anrufen. The next day. Guten Morgen, ihr Schönen. Willkommen zurück. Wir haben einen Tag später. Ich habe gestern nicht mehr weitergevloggt, because ja, der Herr Zorro kam da, dann hat er noch Besuch mitgebracht. Da haben wir, wer weiß wie lange hier gesessen und gequatscht und dies und das und jenes. Und darum konnte ich nicht weiter vloggen und darum sehen wir uns erst jetzt. Ich habe hier ganz offiziell, wie eben in meiner Story schon erzählt, ein Krabbelbaby. Mein Baby ist jetzt auf dem Weg zum Krabbeln. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Es strampelt und macht und tut wie verrückt. Hat einen mega Spaß. Er liegt jetzt, auf dem Sofa liegen können wir jetzt knicken, weil das ist viel zu gefährlich jetzt mittlerweile. Er dreht sich nämlich jetzt in eine Runde. Also er krabbelt, dreht sich in Uhrzeigersinn oder auch andersherum. Wie sagt man das denn? Naja, er dreht sich halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Muschel, nicht weinen. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Bisschen frustriert ist er dann, wenn er nicht so weiterkommt, wie er möchte. Thema Lippe. Ich dachte, ich raste aus.
Aber ja, und jetzt ist es immer noch ein bisschen. Aber ja, gucken wir, was passiert. Ich muss mal kurz dem Baby helfen. So, wir sind jetzt mal in die Küche umgezogen. Der Rio sitzt im Hochstuhl. Und ich mache jetzt mal einen Brei für den Rio. Und in den Brei mache ich immer hier so ein bisschen Geschmack. Ich überlege gerade, ob ich lieber eine Banane reinmatsche. Ich glaube, ich mache lieber eine Banane rein. Ich glaube, der Rio isst jetzt einfach mal eine Banane. Ich glaube, das mache ich auch. Weil so, die mache ich jetzt hier einfach erstmal klein. Und dann zerdrücke ich die einfach. Ich würde ihm die auch gerne in der Hand geben, aber ich weiß nicht, wenn er sich verschluckt. So, jetzt zerdrücken wir die einfach. Fleißig. Manchmal tue ich ihm auch was in den Fruchtsauger. Avocado und so. Avocado mag er überhaupt nicht. So, ihr Lieben, der Kleine hat gegessen. Der ist jetzt angezogen. Und sieht so süß aus. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Guckt mal, wie süß. Mit diesem gestreiften Pullover hier und diesen Tüchlein. Und wie ihr seht, er ist schon wieder auf dem Bauch, also. Ja, ich gehe jetzt schnell meine Wäsche draußen abhängen, damit ich die hier zusammenlegen kann. Und dann kommt der Herr Zorro hoffentlich gleich wieder. Ich habe nämlich so Hunger und der wollte Brötchen holen. Der ist auf dem Markt und bei der Post, der Gute, und holt meine Post aus dem Postfach. Da ist er schon, ich höre ihn schon. Weil er gerufen hat, Alte Belli. Keine Ahnung, wen er da getroffen hat. Dann sehen wir uns später.